Hi, das ist Sarah, ich bin Vanessa. Wir sind heute in Berlin vom Deutschen Bundestag und wir haben gleich ein Interview mit Frank Schwabe von der SPD. Die große Errungenschaft ist, dass am Ende die Menschen mitentscheiden können über ihr Schicksal. Das ist ja immer nicht ganz so einfach. In einer direkten Demokratie wäre es natürlich am einfachsten. Hier haben wir sozusagen ja vermittelt über Wahlen die Mitentscheidung, aber das ist sozusagen. Das ist das, was Menschen einer Demokratie machen können. Und wenn ich mir die Welt so angucke, dann geht es jedenfalls den Staaten besser, wo es eine Demokratie gibt, als denen, wo es keine Demokratie gibt. Ja, klar, Gefahren gab es schon immer. Die Demokratie ist ja auch noch nicht so alt. Die ist bitter erkämpft worden. Auch ein Ergebnis ja schlimmster Zeiten, gerade in der Bundesrepublik Deutschland, also in Deutschland davor. Und die Demokratie ist permanent gefährdet. Gerade aktuell sehen wir viele Tendenzen. Ich habe hinter mir liegen einen Bericht der Bertelsmann Stiftung über autoritäre Entwicklungen in vielen Ländern der Welt, die leider zugenommen haben in den letzten 5 Jahren. Und wenn ich mir die Entwicklung der Europäischen Union angucke, dann bin ich auch hoch besorgt. Und dann muss man eben nicht glauben, dass Demokratie etwas ist, was irgendwie naturgegeben ist. Sondern das wird man immer wieder neu erarbeiten müssen. Es ist auch anstrengend. Demokratie ist anstrengend, weil man sich beteiligen muss, weil man sich einbringen muss, weil man eine Meinung irgendwie artikulieren muss und eben auch auf andere Meinungen trifft. In der Diktatur ist das irgendwie einfacher. Da gibt es einen, der sagt, da geht's lang. Wenn man dann nicht drauf hört, dann weiß ich nicht, was da alles so passiert. Insofern ist Demokratie anstrengend, aber ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Und deswegen kann ich nur hoffen, dass alle Menschen sich dessen bewusst sind und dann entsprechend auch dafür kämpfen. Na, ich stelle mir vor, dass wir eine Mitmachdemokratie haben, wo eben nicht irgendwie ein paar Leute in Berlin oder sonst wo sitzen und dann irgendwie entscheiden, sondern dass wir Prozesse organisieren, wo Menschen sich einbringen können. Ich bin dafür, dass es viel mehr direkte Demokratie gibt, wo wir auch bestimmte Entscheidungen sozusagen von den Menschen in Abstimmungen auch entscheiden lassen können. An anderen Stellen wird es so sein, dass Menschen sich in Prozessen einbringen, aber am Ende trotzdem politisch in Parlamenten entschieden werden muss, weil es ja auch unterschiedliche Meinungen gibt. Aber ich stelle mir vor, dass wir also eine Demokratie fortentwickeln, die partizipativ ist, also wo viel mehr Menschen viel, viel mehr Möglichkeiten haben, sich entsprechend einzubringen. Ich komme gerade aus einer Sitzung, da haben wir über einen solchen Prozess geredet. Ich bin zuständig für das Thema Klimaschutz unter anderem. Wir reden über einen Klimaschutzplan, der Ideen entwickeln sollen bis zum Jahr 2050. Und der ist gerade erarbeitet worden in Bürgerdialogen mit vielen Vereinen und Verbänden, wo man zum Beispiel in manchen Städten sich einfach 100 Leute rausgesucht hat, nach dem Zufallsprinzip. Und die sollen mal, die haben mit Klimaschutz gar nichts unbedingt zu tun, die sollen mal sagen, was sind eigentlich ihre Ideen vom Klimaschutz. Und das ist eine ganz spannende neue Form. Und das Interessante ist, dass fast alle dieser 100 angeschriebenen Leute auch immer gekommen sind. In den Städten und nicht gesagt, interessiert mich nicht, sondern das heißt, es gibt scheinbar durchaus eine hohe Bereitschaft, dass dann, wenn man bereit ist, Menschen einzubeziehen, dass sie sich dann auch einbeziehen lassen. Und so stelle ich mir die Zukunft der Demokratie vor.